Karreger aus Waldkirch, das ist bis heute gar nicht so sehr bekannt, war einer der profiliertesten Massenmörder der NS-Zeit. Er kam aus Waldkirch, war Standartenführer der SS, Einsatzkommando 3, war abkommandiert nach Litauen, 1941, schon kurz nach dem Einmarsch der Deutschen, mit dem erklärten Auftrag, Litauen judenfrei zu machen. Und er hat dort zahlreiche Juden umgebracht? Ja, nach eigenen Aussagen. Es ist die bestdokumentierte Nazi-Untat überhaupt, weil er penibel Buch geführt hat in dem sogenannten Jägerbericht. Der Mann hat wie ein Buchhalter aufgeführt, an welchem Tag wie viel Juden, Kommunisten, Kinder, Alte, Bolschewiken, Polen unter seinem Kommando umgebracht wurden. In diesem Jägerbericht wird dann unten die Summe gezogen, in der nächsten Seite steht Übertrag und dann geht das Zahlenwerk weiter. Er selber kommt auf eine Zahl von annähernd 138.000 Opfern, mit denen er geprahlt hat gegenüber seinen Vorgesetzten in Berlin. Und nach dem Krieg floh er nicht nach Südamerika wie andere, sondern lebte unter echten Namen in Deutschland, auch 2 Monate in Waldkirch. Erst 1959 wurde er inhaftiert und brachte sich in der Haft dann um. Im Film gibt es historische Aufnahmen, es kommen aber auch zahlreiche Akteure zu Wort, so auch 3 ehemalige Bürgermeister. Hugo Eisele, Bürgermeister von 1970 bis 1983, erklärte, Jäger sei ein übertriebener Fantast, aber ein Kind seiner Zeit. Stehen solche entschuldigenden Aussagen wie von Eisele exemplarisch für die Stimmung in den 70er Jahren? Ich glaube schon. In Waldkirch wurde jahrzehntelang alles versucht, um diese Tatsache Karl Jäger unterm Deckel zu halten. Und als es dann doch Stück für Stück rauskam, bis dahin, dass der Geschichtsprofessor Wolfram Wette ein sehr umfangreiches Buch, eine umfangreiche Forschungsarbeit drüber geschrieben hat, als es dann nicht mehr zu verheimlichen war, also bis dahin, dass der damalige Oberbürgermeister Leibinger anonyme Todesdrohungen bekommen hat, Wolfram Wette auch. Also war so eine Stimmung, was soll denn diese Nestbeschmutzung? Und heute ist es ja ein bisschen abgemildert, aber immer noch sehr stark, die Stimmen in Waldkirch, die sagen, jetzt hört doch mal auf mit den alten Geschichten. Und es war für uns so der Grund zu sagen, also Black Dog macht normalerweise Filmprojekte mit Jugendlichen, zu sagen, lass mal probieren. Ein Mehrgenerationen-Filmprojekt, wo sich auch im Projekt Leute unterschiedlicher Generationen austauschen können, zur Frage Karl Jäger und wir und warum kann es sich lohnen, nicht nur heute, sondern auch 900 Jahren solche Geschichte genau anzugucken unter der Fragestellung, was heißt es denn in der Konsequenz, wenn wir sehen, Rassismus, Chauvinismus, Militarismus, aggressiver Nationalismus, alles nicht weg, alles lebt, alles blüht. Was heißt denn das dann für heute und was kann das Anschauen der Geschichte uns dabei helfen? Du hast es ein bisschen schon angesprochen. Der Historiker Wolfram Wette, der auch in Waldkirch-Kollnau lebt, hat von einem merkwürdigen Verständnis von Anstand geschrieben, das ich nach dem Krieg herausgebildet habe. Anständig verhielt sich, wer in das Schweigen über die Vergangenheit einstimmte, und als unanständig wurde diffamiert, wer diesen Wunsch zu verdrängen missachtete und aufklärende Informationen anbot, so Wette. Hast du das beim Film in Waldkirch auch jetzt noch gemerkt? Wurdest du teilweise noch als unanständig diffamiert, weil das Schweigen gebrochen werden sollte? Ich habe das Wort nicht gehört und es sind ja auch nicht wir, die das Schweigen gebrochen haben. Es sind wir, die eigentlich für diesen Film davon profitiert haben, dass es schon gebrochen war. Und natürlich, es gibt die Menschen, die sagen, lasst es doch mal ruhen, lasst es doch mal sein. Es gibt sicherlich auch noch ein paar im Untergrund verbohrte Altnazis, es gibt im Untergrund verbohrte Neunazis. Solche Leute haben sich nicht vor die Kamera getraut, aber es ist natürlich da. Jetzt heißt es zum Beispiel im Sonntag, erst 1989 bei der Vorbereitung der Städtischen Kulturwoche Waldkirch 1939, davor und danach sei die Identität Karl Jägers ans Licht gekommen.
Jäger soll in seinem Waldkircher SS-Sturm etwa 100 Söhne aus den angesehenen Waldkircher Familien um sich versammelt gehabt haben. Wahrscheinlich war der Werdegang nicht verborgen geblieben. Auch 1934 wurde er wohl schon Hitler des Elstals genannt. Wie kann es denn dazu kommen, wenn so viele Waldkirchner Familien von seiner Identität gewusst haben müssen, dass diese Identität angeblich erst 1989 ins öffentliche Licht rückte? Es ist in einer etwas zugespitzten Form die gleiche Art des Umgangs, wie sie in ganz Deutschland war. Also wie lange hat es gedauert, bis es zu den Auschwitz-Prozessen kommen konnte? Das ist der gleiche Mechanismus. Und einfach Leute, die sagen, oh, das beschmutzt unsere Stadt, statt dass sie sagen, das ist doch eigentlich ein guter Anlass, sich dazu zu stellen und zu sagen, wir versuchen heute unsere Konsequenzen daraus zu ziehen. Also damit eben nicht verschämt, sondern offen umzugehen. 1989 soll der prominente Heimatforscher Hermann Rambach aus Waldkirch geäußert haben, Jäger habe irgendetwas mit den Juden zu tun gehabt, und zwar oben in Litauen. War das in den jetzigen Interviews zum Film auch noch zu spüren, so viel Nichtwissen oder gewolltes Nichtwissen? Es gibt seltsamerweise, obwohl immer wieder Zeitungsartikel kamen, obwohl es immer wieder Veranstaltungen auch informative Art dazu gab, viele Waldkircher, die heute noch sagen, Karl Jäger sagt mir nichts. Aus dem Jahr von 89 gibt es eine Anekdote, dass ein Heimatforscher in dieser Broschüre, die du angesprochen hast, taucht einmal der Nachname Jäger auf. Und einer der Heimatforscher hier hat den Wette angerempelt und gesagt, Herr Wette, Sie sind mir ja ein schöner Historiker, wenn Sie nicht wissen, wer der Karl Jäger war. Das hat diese Geschichte ins Laufen gebracht. Wie gesagt, am Samstag ist Filmpremiere, Karl Jäger und wir. Welche Hoffnungen und Ziele verbindest du mit dem Film und auch konkret mit der Vorführung am Samstag? Also zum einen, dass man endlich mal dazu steht, dass man sich zumindest empathisch mit den Opfern zeigt. Die Opfer sind ja nicht alle tot. Es gibt Überlebende, die auch sehr gelitten haben unter dieser Zeit, die alle eigentlich nur durch ein Wunder mit dem Leben davongekommen sind. In Waldkirch gibt schon sehr lange auch die Debatte, ob für diese Opfer die Stadt ein Mahnmal aufstellt. Das ist jetzt Gott sei Dank vor kurzem vom Gemeinderat erstmals mehrheitlich positiv beschieden worden. Also dieses Mahnmal wird es geben. Im Film haben wir von vornherein gesagt, das Zentrum sollte eigentlich sein, dass wir nach Litauen fahren und möglichst viele Gespräche probieren mit Überlebenden. Und das war für unsere Gruppe, wir waren mit 14 Leuten da eine Woche lang in Litauen, eigentlich das größte Erlebnis überhaupt, der Kontakt mit diesen Menschen zu hören, was sie zu erzählen haben. Und auch zu erleben, dass sie trotzdem ihren Lebensmut behalten haben, dass sie nicht sagen, wir wollen mit den Deutschen nichts zu tun haben. Die Frage, die wir allen gestellt haben, glauben Sie, dass sowas nochmal passieren kann? Haben die erstmal alle damit beantwortet, dass sie gesagt haben, es passiert doch ständig auf der ganzen Erde? Und dass sie zweitens gesagt haben, ihr Deutschen müsst vielleicht ein bisschen besonders aufpassen, dass es bei euch nicht nochmal passiert, weil es kann passieren. Und diese Begegnung mit den Überlebenden stehen auch so ein bisschen im Zentrum von dem Film, und drei davon werden jetzt bei der Premiere auch da sein. Drei werden da sein am Samstag in Waldkirch. Was bedeutet das für dich, ihr Besuch? Also für mich ist es toll, einmal, dass sie sich freuen, dass wir diesen Film gemacht haben. Andererseits, das sind Leute, zwei der Frauen sind 94 Jahre alt. Also, dass die nochmal den Weg dafür hermachen, das ist schon auch eine Ehre. Und für uns kommt es darauf an, ihnen auch wirklich zu zeigen, wir haben das nicht vergessen. Und wir stehen da bei euch, auch wenn wir das nicht persönlich angerichtet haben. Und haben einfach versucht, der Film heißt ja Karl Jäger und wir, den Bezug dazu herzustellen, was heißt es denn heute, haben uns sehr viel in Waldkirch umgehört, kontroverse Meinungen geholt, wie gesagt mit den drei Bürgermeistern geredet, und eins vom Besten für mich persönlich war, dass der Enkel von Karl Jäger, Heinz Jäger, der eine Instrumentenbauerfabrik in Waldkirch hat, zum allerersten Mal überhaupt
ein Interview gegeben hat und sich zu der Sache geäußert hat in einer sehr bewegenden und guten Art und Weise, weil viele Waldkirche haben auch immer gesagt, wir müssen die Familie schützen. Also als Begründung dafür, diese Sache unterm Teppich zu halten, man kann das doch der Familie nicht antun. Und das hat Heinz Jäger durchbrochen, das Argument gilt jetzt nicht mehr.